Willkommen in meinem Gewächshaus und zu einem neuen Gartenrundgang im Juni 2016. Ihr seht, die Tomaten entwickeln sich prächtig im Vergleich zum Mai, wo mir doch schon einige erfroren sind. Ich habe welche nachgepflanzt, aber sie sehen gut aus. Ich schätze, die sind schon so 1,50 Meter hoch und es hängen schon jede Menge Früchte dran. Schauen wir uns die mal genauer an. Hier im unteren Bereich der Tomatenpflanze mache ich immer die Blätter weg. Die würden sonst auf den Boden hängen und das begünstigt die Knollenfäule und die Braunfäule. Und das will ich nicht. Deswegen einfach die Blätter hier unten wegmachen und gut ist. Die Blätter sind bei mir hier außerdem sehr eingerollt. Das ist eine kartoffelblättrige Sorte. Und dieses Einrollen ist zwar nicht schön, macht aber nichts. Das liegt an starken Temperaturunterschieden. Wenn es nachts noch arg kalt war mal, dann wieder am Tag über tagsüber sehr heiß, dann rollen sich die Blätter ein. Das bleibt auch so, das geht nicht mehr weg. Aber das macht der Tomatenpflanze nichts aus. Die wächst trotzdem weiter und kann immer noch genug Photosynthese betreiben. Hier sieht man schon die ersten Früchte von einer Prinz Czerny Tomate, einer meiner Lieblingssorten. Sind schon schön groß und wenn die reif werden, oh, da freue ich mich drauf. Die Tomaten stehen bei mir insgesamt immer sehr luftig. Das heißt, ich entferne unten die Blätter, wie gerade gezeigt, und ich geiz auch immer fast alle Geiztriebe aus, damit die einfach schnell abtrocknen, wenn Luftfeuchtigkeit ist. Denn mit Luftfeuchtigkeit begünstigt man Pilzkrankheiten, unter anderem die Krautfäule. Bei manchen Tomaten, wie bei diesem Exemplar hier, da habe ich einfach mal einen Geiztrieb vergessen, als er schon zu groß war. Deswegen habe ich den jetzt einfach zweitriebig hier wachsen lassen und das passt auch, das schafft die Pflanze schon. Ansonsten kommen Geiztriebe, wie man sie hier zum Beispiel schön sieht. Dieser Achseltrieb hier kommen bei mir immer raus. Dann steht die Pflanze deutlich luftiger und sie kann sich auf einen Trieb konzentrieren. Die Kenner unter euch wissen schon, was für eine Tomatensorte das ist. Ochsenherz. Hier noch sehr klein, aber auch wachsen sehr schön, die Sorte Sun Gold. Wenn die Tomaten in der Blüte stehen, gehe ich immer regelmäßig durch und schüttle einmal kräftig jeden Tag. Das hilft bei der Bestäubung, denn Tomaten sind Windbestäuber und hier in unserem Gewächshaus herrscht wenig Wind. Das sind natürlich Rispen wie aus dem Bilderbuch und die ersten werden sogar schon reif. Nein, ich werde jetzt keine Weide einzäunen, sondern das sind Stützstäbe für die Paprikapflänzchen. Die wachsen nämlich ganz ordentlich und die brauchen ein bisschen eine Stützhilfe. Zwölf Pflänzchen hochgebunden und mir ist bockelheiß. Den Paprika auch, aber die lieben das. Aus meinem letzten Paprika-Film, verlinke ich euch hier oben in der Ecke, haben wir ja den Versuch gestartet, Paprikas oben komplett zu köpfen oder nur die Königsblüte auszuknipsen oder die Pflanze ganz in Ruhe zu lassen und zu wachsen, wie sie möchte. Bislang sieht man schon ordentliche Unterschiede. Hier die ganz linke Reihe von meiner Seite aus gesehen, ist oben geköpft komplett. Die wächst im Moment ja, noch nicht so hoch, aber es sieht aus, als würde die schön buschig werden. Da bin ich mal gespannt, wie das nachher ist in der Anzahl der Früchte und wie die auch ausreifen. Das ist ja auch eine wichtige Sache, denn ich möchte Paprika rot ernten und nicht grün, also unreif. Hier hinter mir. Da habe ich die Königsblüte gekappt bei der Pflanze und bei der hintersten und bei der hier in der Mitte mit Königsblüte. Das heißt, die habe ich wachsen lassen. Die sieht im Moment auch am größten aus von den ganzen Pflanzen, während die auch noch etwas kleiner ist. Aber es ist immer noch zu früh, um irgendwas zu sagen, weil es kommt nachher darauf an, wie viele Paprikas hängen dran, wie groß sind die Früchte, wie schmackhaft sind die Früchte und wie reifen sie aus. Das ist nämlich das Wichtige und darauf bin ich richtig gespannt. Hier eine Pflanze, die oben ganz komplett geköpft wurde. Schön buschig, aber klein. Hier eine Pflanze,
bei der ich die Königsblüte ausgeknipst habe. Recht hoch, aber nicht so buschig wie die andere. Diese Paprikapflanze, bei der habe ich die Königsblüte einfach stehen lassen. Die ist am größten geworden bis jetzt. Da bin ich mal gespannt, was die an Früchten trägt. Zwischen meinen Tomatenpflänzchen habe ich überall noch Basilikum gepflanzt. Puh, jetzt wird es aber heiß, raus aus dem Gewächshaus. Hier seht ihr meine Stangenbohnen. Die wachsen eher schlecht als recht. Die habe ich dreimal nachsäen müssen. Beim ersten Mal haben es, glaube ich, die Hühner aufgescharrt. Beim zweiten Mal sind sie einfach nicht aufgegangen. Und jetzt beim dritten Mal, ja gut, sind ein paar aufgegangen, aber viele auch nicht. Hier zum Beispiel nur zwei von bestimmt 6 bis 8 Kernen, die ich gelegt habe. Keine Ahnung, warum das so schlecht läuft dieses Jahr. Aber ich habe noch andere Plätze mit Bohnen, Buschbohnen und Stangenbohnen. Die von der Andrea, danke nochmal. Die Spatzeneier und die anderen, die wachsen ordentlich und da freue ich mich schon besonders drauf. Hier außen am Gewächshaus habe ich überall noch Phacelia gepflanzt. Da freuen sich die Wildbienen, wie die Hummeln zum Beispiel, und holen sich den Nektar. Alles andere als schön, aber recht nützlich ist hier so ein Netz über den Kohlpflanzen, damit der Kohlweißling nicht drauf fliegt. Der würde nämlich seine Eier da ablegen und die Raupen sind sehr gefräßig. Auch hier über einem meiner Lieblingsgemüse, dem Brokkoli, ein Netz gegen den Kohlweißling. Rote und weiße Zwiebeln. Und worauf ich mich auch schon tierisch freue, sind meine Erbschen hier. Die kann man schon ernten. Ganz jung. Direkt vom Busch essen. Die sind knackig, frisch und lecker. Ja, ein Traum. Total gut. Fantastisch. Eher mau sieht es bei meinen Karöttchen aus. Da habe ich ziemlich viele ausgesät. Leider sind die wenigsten gekommen. Naja, wird kein gutes Karottenjahr bei mir leider. Aber so ist es halt. Jedes Jahr wächst was anderes gut. Weil ich total gerne Bohnen esse, habe ich mir hier noch ein Feld gemacht mit Buschbohnen. Die wachsen schon ganz schön. Schnecken gehen auch nicht so sehr ran, zum Glück. Und da freue ich mich schon dran, weil die jung geerntet, sie liefern ständig Böhnchen nach. Man muss nur ständig nachpflücken. Das ist wichtig, damit neue Frische kommen. Und die schmecken so gut. Als Bohnensalat im Sommer. Oh, fantastisch. Wer außerdem noch Platz in seinem Garten hat, der kann die bis Anfang Juli noch säen, die Buschbohnen. Oft ist es ja so, dass man was gesät hat, irgendwas kommt nicht, also hat man noch Platz. Buschbohnen ideal. Neben den Buschbohnen wachsen die Saubohnen. Da hatte ich ein bisschen Probleme mit den schwarzen Läusen, wie man es hier schön sieht. Die Fruchtansätze sind schon da. Ich hoffe, die werden was. Hinter den Saubohnen das Feld mit Phacelia. Die sind jetzt langsam schon verblüht. Hummeln, Bienen und andere Tiere freuen sich noch über den restlichen Nektar. Und was zwischen der Phacelia noch aufgegangen ist, ist meine Aussaat an Einkorn. Eine Weizenart der Sorte Terzino heißen die, glaube ich. Da werden sich die Vögel und die Hühner freuen. Hier stehe ich in meinem kleinen Kartoffelfeld mit der Sorte Bamberger Hörnchen, späte Kartoffeln. Hier Belle de Fontanay, eine frühe Sorte. Und da die Supermarktkartoffel Soraya. Die entwickeln sich auch ganz toll. Auf die Ernte bin ich auch gespannt. Hier in der Reihe wachsen meine Einlegegurken. Die mag ich immer besonders gern, nicht nur als Essiggurke, sondern auch ganz jung geerntet, frisch gegessen. Hier in dem Feld hatte ich meine Pastinaken, die einfach überhaupt nicht gekeimt sind. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Dann hat mich ein Zuschauer darauf aufmerksam gemacht, hey, pflanz doch mal ein paar Zuckererbsen der Sorte graue, buntblühende. Das habe ich gemacht, die kommen auch schön. Und die werden jetzt deutlich später reif als die anderen Erbsen, die ja schon fertig sind, habt ihr ja gerade gesehen. Und auf die freue ich mich auch schon sehr. So, hallo Patrick vom Experiment Gartenkanal. Wie versprochen, werde ich jetzt von meinem Knoblauch hier mal eine Knolle ernten und mal schauen, wie groß die ist. Die werde ich dann vergleichen mit den Knollen, die ich dann tatsächlich ernte, so aber erst im Juli oder August, je nachdem, wie das Laub sich entwickelt. Du siehst hier, fallen bei mir auch schon ein paar um. Das macht nichts, die lasse ich stehen, bis das Laub total trocken ist. Ich glaube, dass sich die Knollen da noch deutlich entwickeln. Holen wir mal eine raus.
vielleicht gerade die hier, die schaut schön aus. Ich muss sagen, eine wunderschöne Knolle, aber sie ist mir noch zu klein. Bei meinem Knoblauchverbrauch ist es mir wichtig, viel Zehen zu haben und die sollen auch schön dick sein. Schaut es nicht toll aus? Oh, ein Geruch. An jede freie Ecke habe ich hier noch meine Kürbisse gepflanzt. Lieber ein bisschen zu viel, weil ein Frost oder Schnecken oder Vögel machen doch so eine Pflanze gern mal kaputt. Aber wenn sie es geschafft haben, so bis zu dieser Größe, dann wunderbar, keine Gefahr mehr. Hier ist sogar schon der erste Fruchtansatz an der Blüte. Und ach, da freue ich mich drauf. Hokkaido-Kürbisse ist ein Traum. Ich werde Rezepte vorstellen, was man da für tolle Sachen draus machen kann. Andere große Vorteil beim Hokkaido-Kürbis, man kann ihn wunderbar lagern und die Schale mit essen. Es ist deshalb unheimlich praktisch, dieser Kürbis. Der vereint nur tolle Sachen. Bei mir kommt nur der Hokkaido in die Küche und auf die Beete. Neben den Hokkaido-Kürbissen habe ich noch Rosenkohl gepflanzt, Lauch, da hinten Fenchel, rote Beete, Blumenkohl und ein paar Kartoffeln. Hier an der Gartenmauer, wo sich schön die Wärme speichert und abends noch abgibt, habe ich auch noch mal Hokkaido-Kürbis gepflanzt und Mais, also Zuckermais. Der schmeckt wunderbar, so auf dem Grill oder einfach nur im Wasser heiß gemacht. Dann Butter drüber, bisschen Salz, abnagen. Ganz unterschiedlich sieht es dieses Jahr bei den Apfelbäumchen aus. Manche tragen gar nichts und einer wie der hier trägt schon viel zu viel. Da muss man ein bisschen ausdünnen. Hängen an einem Trieb wie hier, 4 Äpfel dran, ist das zu viel. Ja, dann nehme ich den kleinsten, zwick ihn weg. Man könnte sogar noch einen wegmachen, aber ich lasse mal 3 dran. Hier eine Zucchini mit den ersten Fruchtansätzen. Das Laub ist zwar ordentlich von Schnecken befallen, aber das macht nichts. Die wächst jetzt so stark und gut, dass der Schneckendruck da keine Rolle mehr spielt. Die Gabionenwand, die ich hier gebaut habe, die habe ich mit Erde befüllt und bepflanzt. Hier mit Topinambur, der wächst toll, bestimmt schon 1,50 Meter hoch. Und der hat es geschafft. Nebendran habe ich Sonnenblumen reingepflanzt, da haben es ein paar geschafft. Die meisten sind aber von den Schnecken zerfressen worden. Nebendran noch Zucchini eingepflanzt, die werden da nicht ordentlich kommen, weil nicht gedüngt. Kapuzinerkresse, das ist alles ein bisschen zu schattig. Aber ich hoffe, dass die noch schön buschig werden und das Ganze abdecken. Wenn ich Samen kaufe, achte ich immer darauf, dass die Sorte samenfest ist. Das heißt, wenn die Sorte in die Blüte kommt und Samen bildet, kann ich diese Samen wiederverwenden und wieder aussäen. Das ist eine wunderbare Sache. So mache ich es zum Beispiel hier mit dem Lauch. Da lasse ich immer ein oder zwei Pflänzchen, hier hinter mir ist noch eine, lasse ich stehen, lasse ich zur Blüte kommen und dann ernte ich die Samen. Für nächstes Jahr zum Aussäen, wunderbare Sache. Und eine leckere Blattpetersilie darf im Garten bei mir natürlich nicht fehlen. Da brauche ich richtig viel im Garten. Und einfach runterschneiden, klein hacken, einfrieren und man hat für den ganzen Winter quasi frische Petersilie. Hier in diesem Beet habe ich Hirse gesät, Goldhirse. Das war Anfang Mai. Habe ich ausgesät, leicht mit Erde bedeckt, immer schön feucht gehalten. Es ist nichts passiert. Es ist nicht gekeimt. Ich habe die Erde weggetan, geschaut und tatsächlich, da lagen sie noch. Sie sind also nicht von Vögeln gefressen worden, nein, sie sind einfach nicht gekeimt. Lieber Ralf vom Selbstversorgerkanal, bitte hilf mir. Hast du irgendeine Idee, was ich da falsch gemacht haben könnte? Du hast ja tolle Filme gemacht über die Hirse. Bei mir keimt sie nicht. Ich weiß nicht mehr weiter. In meiner Not habe ich jetzt noch ein paar übrig gebliebene Kohlpflanzen und Lauch hingesetzt. Die werden schon noch kommen. Aber warum die Hirse nicht gewachsen ist, ich habe keine Ahnung. Hier noch ein Blick auf mein Komposterprojekt. Rechts von mir der Thermokomposter für einen Haufen Geld. Würde ich nicht mehr kaufen, aber mal schauen, ob er sich irgendwann mal amortisieren wird. Und der Micha vom Auswandererkanal,
Gruß nach Bulgarien, hat mich noch darauf aufmerksam gemacht, hier einfach mal nebendran einen normalen Kompost hinzustellen, um den Vergleich zu haben. Ich habe also Gabionengitter genommen für ein paar Euro und schmeiß da das Gleiche rein, wie auch in den Thermokomposter kommt, also immer Hälfte, Hälfte. So kann man mal sehen, wie entwickelt sich das ganze Zeugs. Ist der wirklich besser und so viel schneller? Ist er sein Geld wert im Vergleich zu so ein paar Euro für so ein Drahtgestell? Erdbeeren sind schon reif. Lecker, aber die großen sind immer ein bisschen wässrig. Der hätte ich ruhig mal mit Stroh mulchen können, da war ich zu faul. Was passiert? Erdbeeren werden faul. Aber ich habe noch genug schöne dran. Ich habe mal von irgendeiner Studie gelesen, die sagt, Erdbeeren sind das gesündeste Lebensmittel, das es gibt. Also zumindest rein geschmacklich kann ich da voll zustimmen. So, Wassermelonen-Challenge. Seid ihr auch schon so weit wie ich? Ist das nicht herrlich? Von so einem kleinen Pflänzchen schon so eine Riesenfrucht? Super. Nein, nur Fake. Ist gekauft. Mein Pflänzchen ist leider noch sehr klein. Ich habe zu spät erfahren, habe dann im Gartencenter dieses Pflänzchen gekauft. Mache ich nicht gerne, aber zum Aussehen war es viel zu spät. Und ich hoffe, es wird noch ein kleines bisschen was. Aber ich würde mal sagen, dabei sein ist alles. Das war er schon wieder, der Gartenrundgang im Juni 2016. Über mir blüht ein Jasminbusch und gibt einen herrlichen Duft von sich. Der vermischt sich mit einem wunderbaren Honigduft aus dem Bienenhäuschen. Und vor mir wachsen die Kürbisse, die Kartoffeln, die Kohlrabi. Im Gewächshaus wachsen Paprika und Tomaten. Ich freue mich tierisch drauf. Das Ganze kommt irgendwann in die Küche. Da werde ich Rezepte vorstellen, wie man das Ganze dann einmacht und draus Sachen kocht. Ich freue mich schon drauf. Ihr hoffentlich auch. Gebt mir gerne einen Daumen rauf, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss.